Lockruf. Im Gebiet um den Hikami-Berg haben sich die Fälle von Menschen, die auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden sind, angehäuft. Eines der Opfer ist Mio Hinasaki, die eines Tages plötzlich in einem alten, halb überfluteten Gebäude erwacht. Ja, ich muss hier verschwinden und damit erstmal hi und herzlich willkommen zu Project Zero 5. Das letzte der Reihe. Ich habe ein bisschen, ich freue mich voll drauf, aber so ein bisschen auch ein bisschen wehleidig bin ich dabei. Project Zero sich halt für mich zu meiner Lieblingshorrorreihe entwickelt hat. Gerade so vom Feeling her hat mir das am meisten gegeben. Auch wenn Silent Hill 1 immer noch mein Lieblings-Horror-Ding ist, ne? An 2 auch super war, aber wie gesagt, durchweg so war das halt immer sehr nice bei der Reihe. Und deswegen finde ich schon ein bisschen schade, dass das jetzt der letzte Teil sein wird, aber ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Ne? Alles klar, ich muss hier verschwinden. Juhu. Nette Herrschaften hier. Alter, der Controller kann mal wieder. Ja, darf ich weitermachen? So. Ich wollte gerade sagen, der Controller kann sich mal wieder beruhigen. Ja, schön. Warte, da. Wenn ich das darf. Wenn die Herrschaft. Nein, wenn die Herrschaft mich lassen. Okay, ist er. Wie üblich noch Tutorial-mäßig, aber. Sie lässt sich nicht öffnen. Das Lustige ist, ich habe extra eigentlich das umgestellt, dass ich hier mit X und nicht mit O. Zumindest war die Steuerung ein bisschen komisch. Ich hoffe, ich komme da trotzdem rein. Okay, sie lässt sich nicht öffnen. Etwas Mächtiges hält sie verschlossen. Darf ich auch ein bisschen schneller? Nee, ne? Was? Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier sterben kann. Ist doch der richtige Ausgang, oder? Ich weiß, ich durfte auch rennen. Okay, wir gehen mal mit geradem Rücken, wa? Vielleicht sind die dann. Was wollen die? Ich meine, ich gehe sowieso davon aus, dass von der Story das wieder so sein wird, dass es sehr konfus zwischendurch, zumindest für mich ist, aber dass am Ende alle, sag ich mal, roten Fäden zusammenfinden. Okay, ich muss einen Ausgang finden. Jo, cool. Aber, kann ich denn jetzt auch rennen? Bewegen, umsehen? Ja, ich weiß, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Am Anfang fand ich es ein bisschen dunkel. Ich habe es extra von der Helligkeit schon höher gedreht gehabt. Vom Spiel aus an sich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Farben ein bisschen too much sind. Ja, du kannst dich wieder fortbewegen. Ding hier in der Mitte. Dankeschön.
Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das so stark wirkt wie die ersten beiden Teile, gerade mit der Kamera. Es wird wieder Momente geben, wo ich dann so, gerade wenn man, naja, wenn man Fotos machen muss und sich dann doch zurückhalten sollte, bis der Geist nah dran ist, das funktioniert schon. Aber halt im fünften Teil wahrscheinlich nicht mehr so krass. Das war im letzten Teil auch nicht so, aber ich muss schon mal sagen, ich bin ein bisschen froh darüber, dass ich das hier nicht selber übersetzen muss. Das war ja im letzten Ding so gewesen, zumindest in den Folgen. Und dass das Spiel jetzt nochmal geremastert rauskam. Denn ich hätte es so oder so gespielt. Das Problem bei dem Spiel ist bloß, dass die 5, ich glaube, die hätte ich auch von jemandem aus der Community gekriegt. Der hat das, glaube ich, zu Hause gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Falls nicht, gibt es halt bloß Collector's Edition und die ist schweineteuer. Hätte ich aber trotzdem mir wahrscheinlich gekauft, nur um das Spiel spielen zu können. So, am Ende des Ganges kann ich Licht sehen. Vielleicht für dieser nach draußen. Ja, wahrscheinlich eher weniger. Ich verfolge mich. Ich muss hier raus. Ach, jetzt darf ich laufen. Ja. Ja, ja. Ach so. Okay. Ja, natürlich lassen die mich nicht raus. Was mir gerade einfällt, da ich ein Endscreen gemacht habe, ich habe das diesmal nicht aus Trailer-Material genommen, sondern ich habe, es gab ein Video auf YouTube von dem Originalteil damals, wo alle Cutscenes drin sind, deswegen werden mich viele Sachen wahrscheinlich dann eher nicht überraschen. Ich habe zwar keinen Bezug zu den Leuten, die man da gesehen hat, aber das macht sich halt wesentlich besser für sowas, wenn man dann mehr Material hat, ne? Wollte ich bloß nochmal dazu gesagt haben, deswegen, das kam ja auch schon alles, oder kann ich alles schon. Ja, drücke einfach, um die Kamera nach vorne zu richten. Was? Welche Kamera? Ich habe keine Kamera. Okay, wenn ich nur Dings drücke, dann laufe ich automatisch los. Welche Kamera, Mann? Oder mein... Ach so. Meine Kamera. Entschuldigung. Hi Methusalem. Shit. Boah, ich wollte gerade sagen, nicht rein. Das ist die falsche Richtung. Ja, toll. Aber wohin, Mann? Warte. Boah. Die Box kommt mir bekannt vor, aber auch eigentlich bloß, weil ich halt den Screen geschnitten habe, ne? Kam, glaube ich, da drin auch vor. Also ich sag mal so, von der Fittigkeit ist noch ein bisschen komisch, aber ich werde mich schon dran gewöhnen, ne? Ich will jetzt ja nicht rummeckern in irgendeiner Art und Weise. Ah!
Schattenwahrnehmung. Unter den Bewohnern der Dörfer am Fuße des Hikami-Bergs wurden eine einzigartige Gabe von Generation zu Generation weitergereicht. Als Schattenwahrnehmung bezeichnet, erlaubt diese Gabe es ihnen, die Schatten oder auch Spuren derer nachzuverfolgen, die auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Dies ähnelt den Praktiken in der Psychometrie in anderen Teilen der Welt. Yuri Kotsukata begleitet ihre Mentorin Hisoka Kurosawa, eine solche Meisterin der Schattenwahrnehmung, zu einem verlassenen Gasthof auf dem Hikami-Berg, mit der Vermutung, dass Yuri mit der richtigen Ausbildung ein wahres Talent für die Kunst der Schattenwahrnehmung entwickeln könnte, beschließt Hisoka, sie bei einem ihrer Aufträge mitzunehmen. I thought that I'd be scared of death. But I can't even cry. I am alone. In the end, I am alone. End it all. Alone. Yuri? Huh? What we're looking for should be in here. This is an excellent chance for you to take the lead. Here, take this. Ah. This is a camera obscura. It will let you see the unseen. Including the clues that will help you find what we're here for. This is your opportunity, your first case. I'm sure you'll do well. Let's start with a little practice. It works exactly like a normal camera. Give it a try. Just hold up the camera. Also, ich kann mir nicht helfen, aber ja, lass mich. Like ja, aber ja. Och, jetzt mach doch mal hier nicht so einen Stress, weißt du. Ich kann mir nicht helfen, aber sie ist ja die Mentorin und sie ist ja Meister ihres Fachs anscheinend, ne? Ich erzähle hier gerade, das ist los. Aber wenn ich mir sie mal so angucke, so vom Gesicht her, ne? Und sie. Die muss ganz schön früh angefangen haben in dieser Lehre. Keine Ahnung, vielleicht dauert das ja auch nicht lange, sondern bloß eine Woche, so ein Wochenendkurs, ne, wie man das ja macht und dann kannst du das. Deswegen sind wir ja auch hier. Aber die sind doch locker im gleichen Alter, oder? Ja, ist in Ordnung, Mann. Ja, natürlich. Nein. Nein. Nein, das... Muss ich das so machen? Ich weiß. Kann ich noch ein bisschen aufladen? Also ich sag mal so, dass... ich hasse die Bewegungssteuerung damit. Also ich weiß nicht, ob... Ja, da bitte jetzt. Porträt, du siehst wunderschön aus. Sieht wirklich schön aus. Aber trotzdem, bewegt nach... Was? Und das, was, um den zweiten U ausfindig zu machen? Bewege bla oder R, um die zweite... Ist das jetzt die zweite? Ach so, hier hat mehrere... Ja, dann hier die Titten. Beide gleichzeitig. Darf ich? Warum wird mir das so cool? Also, benutze... Ach du Kacke. War das wirklich im Originalspiel auch so?
Also so, also das mit den Punkten, unten. Kann ich das so? Ich muss mal das versuchen auszuschalten. Das mit den Punkten war ja immer gleich gewesen. Je nachdem, was für eine Linse du gekriegt hast oder so, hast du auch andere Effekte, was halt immer nice war. Aber es war normalerweise so, dass du halt entweder warten musstest oder einfach nur draufhalten. Nicht, dass du jetzt noch die Kamera irgendwie drehen musst oder den Aufnahmebereich irgendwie verändern musst. Ansonsten würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit so rumlatschen, weil da hast du halt von den Geistern am meisten. Also, denke ich mal. So, ich hau erstmal eins rein. Du kannst jedes Zielobjekt mit... Was? Gibst du das jetzt trotzdem, auch wenn ich da nicht oben bin? Warte. Hey, habe ich doch gemacht. Ach so, gedrückt halt. Never used to be like that. Take this. Du hast das Leichenfoto erhalten. Und ich muss sie bestimmt finden. Also ich sag mal so, von Erneuerung halt okay. Nice, aber dadurch, dass ich dann recht einfach bei sowas halte und dann sowieso nicht großartig rumprobiere. Ich hoffe, dass das kein Muss ist oder dass ich mich schnell eingewöhne. Wäre ich trotzdem beim Klassischen. Ich warte einfach, bis die auf mich zukommt. Es ist ein Token. Es wird dir helfen, zu dem, was wir suchen. Now don't panic, but be sure to stay on your guard. Go on and head inside. Aufruf der Karte. Okay. Okay, werde ich wahrscheinlich wieder, ne, wie man es ja kennt, voll vergessen zwischendurch. Du kannst jederzeit bla, um Schnappschussmodus zu öffnen. Nein. Du kannst hier, ja, das ist toll. Bin ich zu doof? Ich bin jetzt schon zu doof dazu, ne? Hört man wahrscheinlich. Ich meine, ich habe ja eigentlich was um. Ja, ich. Ja, das. Du kannst jederzeit bla. Um Schnappschussmodus zu öffnen. Will ich ja gar nicht. Ich meine, hier komme ich bis so. Ey. Damit du besondere Momente des Handbereiches festhalten kannst. Okay, lass das mal. Willkommen beim Schnappschussmodus. Okay, ich will bloß mal kurz reingucken. Hier kannst du völlig frei die Position wählen. Ist perfekte Foto beeinflussen. Auch im Angriff? Weil das wäre eigentlich eine nice Geschichte. Wenn ich es nicht vergesse, eigentlich vom Netz. Im Kameraaktionsmodus kannst du Objekte und Rahmen schön. Das ist toll, sobald. Alles nach den Wünschen. Okay. Okay. So, das ist so ein verschmähter. Ich sitze im Buschblick. Objektiv keins. Passend, verbessert rot, geht. Hat auch was. Alter, ich gebe es mal. Ja, das passt. Hat auch was. Oh Gott. Outlast, okay. Hätten sie auch Outlast hinschreiben können. Rahmen. Terfe, schiefen Terfe, Brennweite, Blende, keine Ahnung, ich sehe da, also vielleicht liegt es am Filter, Feind ein aus, ist das Overlay aber damit drin, ich hoffe nicht, okay, ich habe Schnappschuss gemacht, glaube ich, oder, oh, obwohl, hat auch was, ja, ich denke, ich kann damit fotografieren. Lalala. Anheben, absinken. Charakter, es geht gleich weiter. Zum Charakter-Aktionsmodus? Aktionstempel-Wechsel? Was? Ich verstehe. Ach so. Kosten 3. Hä, das ist ein Kosten. Und wie fotografiere ich jetzt? Oh. Wie komme ich wieder? Oh Gott. Wie fotografiere ich jetzt?
War das jetzt richtig? Habe ich jetzt die richtige Taste? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, lass mal noch... Nein, ich will noch mal bloß gucken. Warte mal kurz. Doch, war richtig. Okay, okay, jetzt aber wirklich rein. Wie gesagt, erstmal Steuerung gewöhnen. It's not just a normal photograph. It was taken to mourn the dead. It's why Ren sent us here. But it seems that this photo came from somewhere around here and he wants us to see whether we can find it. Ich muss halt wirklich gucken, dass ich das irgendwie ausschalte. Jetzt lasse ich es noch mal so. Aber das ist halt blöd, wenn man beides irgendwie gleichzeitig hat. Oh, raus damit. Das sah so aus, als ob das eher von oben kommt. Also, dass wir jetzt vielleicht eine Treppe oder so finden müssen. Ich meine, die Steuerung kann nicht... Okay, vielleicht... Hä? Die Steuerung kann an sich nicht beschissen... Also... Bisher ist sie nicht beschissen, aber... Von dem letzten Spielchen von Fatal Frame... Ja, oder von Project Zero, beziehungsweise eine Nummer 4 war halt... Oh, hi... war halt jetzt nicht so nice. Aber es lag halt auch bloß, es gab es halt nur für die Wii. Ja. Was für ein beschämender Anblick. Ich hatte keine Angst. Yuri, wait. Was denn? I can sense something. Was denn? It's called a trace. A shadow of the past. The token is showing you the way. Ah lol, das kann ich also bloß mit meinem Dings machen. These traces can lead you to the right path. Jo, das kennen wir ja schon, aber normalerweise hatten wir sonst... Let's follow that shadow. Ja, bei... Das war bei den anderen Teilen halt immer so gewesen, dass wir halt den Geist kurz gesehen haben und da uns daran orientieren mussten. Das hat eigentlich auch gereicht. Okay, wir gehen dem mal hinterher. Halt, warte. So, alle Fenster in dem Gang wurden zugenagelt. Ja, ja, ich muss nicht ständig... Ich sehe ihn doch. Aber bevor wir da weitergehen... Warte, warte. Haben wir was zu lesen? Untergang des Hikami-Bergs. Okay, der Hikami-Berg wurde seit sehr langer Zeit als heiliger Ort angesehen. Seit Jahrzehnten ziehen seine unzähligen Schreine und Kultstätten sowie seine natürlichen Standorte wie der Zwielichtgipfel und das Becken der Reinheit Menschen an. Unter Touristen und Bergsteigern war der Berg zudem für die Schönheit seiner unerschöpflichen Mengen an kristallenen Wasser und seinen alten geheimnisvollen Wäldern bekannt. Gläubige und Wanderer legten gerne eine Pause im Ichiru-Landgut an, einem thermalen Quellenresort am Fuße des Berges. Jetzt steht es jedoch verlassen. Seit dem verheerenden Erdrutsch vor einigen Jahren hatte der Berg sich nicht wiederholt. Mein Gott, ist aber auch schon spät, ne? Der Pfad zum Schrein auf dem Gipfel wurde komplett blockiert und das Wasser vom Gipfel hatte ebenfalls neue Wege eingeschlagen, wodurch die Landschaft einen drastischen Wandel durchlebte. Halb fertige Straßen ließ man stehen und das Ichiro-Landgut wurde unter einer riesigen Steinmasse begraben, der unzähligen Arbeitern zum Opfer fielen. Unter den Betroffenen befand sich auch die Familie des Besitzers des Landguts, wodurch ihre Geschäfte ein dramatisches Ende gesetzt wurde. Die Tage, als der Hikami-Berg noch Touristen anzog,
Herzog waren vorbei. Stattdessen wurde der Ort durch die plötzliche Welle an Selbstmorden berüchtigt. Vielleicht hat der Ort auch eine Popularität unter denen gewonnen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Da Sterbende früher hier ihre letzten Momente verbracht haben. Zudem zieht er auch Adrenalinsüchtige an, die ein großes Interesse an das Übernatürliche haben. Das klingt für mich gerade so ein bisschen wie der... Boah, wie heißt denn der Wald in Japan? Umgangssprachlich nur Selbstmordwald, aber der hat auch einen richtigen Namen. Das erinnert mich da gerade ein bisschen dran. Ja, ich hoffe, das wird mir nicht die ganze Zeit eingeblendet. Also wenn wir hier durchs Tutorial durch sind, ne? Wow. Scheiße, falsche Taste. Das ist das, was ich meine. Schatten, war das ein Schatten der Vergangenheit? Ja, Einführung, Schatten der... Ja. Da habe ich wieder zu spät geschaltet, ne? Es kann passieren, dass du Schatten der Zeiten an Orten, an denen die Spuren der Vergangenheit sehr stark sind, sehen kannst. Wenn du sie fotografierst, erhältst du Fotopunkte, mit denen du deine Kamera aufrüsten kannst. Ja, das wissen wir ja schon. Da hat sich ja nichts geändert. Hä, ich habe den nicht mal gesehen. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier rein ist. Ich wollte aber erstmal um die Ecke gucken, weil eigentlich der da lang gelatscht ist. Okay, dann gehen wir doch erstmal da rein. Ja, ich würde gerade sagen, mach noch langsamer. Okay, ich wollte gerade sagen, es funktioniert nicht immer, aber es scheint doch zu funktionieren. Moment. Moment, wenn ich mich an eins vom letzten Teil noch erinnern kann... Es ist halt echt dunkel, ne? Es ist halt echt fucking dunkel. Wo ist denn das Kackding jetzt hier? Wo bist denn du? Schade. Ich dachte, das wäre... Halt! Warte mal. War das... Oder war das mal die Kamera... Ach, die Kamera hat sich aufgeladen. Okay. Dich will ich nicht kaputt machen. Schade eigentlich. Okay. Leider nicht. Aber wozu dann der Raum? Ich meine, die Puppe kann ich auch nicht berühren oder irgendwie was. Vielleicht fehlt mir dazu eine Linse. Überprüfen, warte. Hier ist eine Stufe und diesen Bereich ist, was, und der, dieser Bereich ist mit Dielen ausgelegt. Ich denke, dass es einmal eine traditionelle japanische Nische war. Okay, cool. Glaube ich. Weiß ich nicht. An das lahmarschige Türaufgemache, muss man sich gewöhnen. Also, wenn man es von früher nicht kennt. Ich kenne es ja aus den anderen Teilen schon. Ich wollte gerade sagen, wenn das Spiel jetzt ernsthaft, ich meine, dass die Charaktere mal so ein bisschen sexy angezogen waren und so, das ist ja nichts Neues. Aber hätten die jetzt wirklich das gemacht, dass man ihr direkt auf den Arsch gucken kann? Ich meine, ich brauche ja nicht unbedingt dagegen haben. Also, habe ich auch nicht wirklich, aber das wäre sonst ein bisschen zu sehr auf die... Naja. Maybe it's in this room. Wir müssen jetzt mal mit den Reizen spielen, so, ne? So, Tür ist verschlossen. Try using the camera obscura. Einführung Seelenfotos. Ab und zu kann es passieren, dass die Kamera auf Dinge reagiert, während du dich mit ihr umschaust, die normalerweise unsichtbar sind. Visiere sie an und schieße ein Foto, um Orte oder Gegenstände zu enthüllen, um mit denen sie in Verbindung stehen. Finde die Orte auf den Fotos und dort weitere Hinweise zu finden. Okay, so alles gehabt wie immer. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wir haben doch sonst immer so ein Gedönse. Ich will hier nicht fixieren, oder muss ich fixieren? Muss ich das fixieren? Okay, ich muss das, daran muss ich mich echt gewöhnen mit dem Fixierungsding. Hey! Die Puppe kennen wir doch. Aus dem Schrank strahlt Licht und auf der Kommode befindet sich eine total hübsche Puppe. Vielleicht finden wir dort den Schlüssel. Jo, finde den Ort, der auf dem Foto zu sehen ist. Der ist irgendwo in diesem Gebäude. Um das Foto noch einmal anzusehen, öffne. Okay. Ja, ja, ich mache ja schon. Keine Sorge. Wäre ja nicht so, als ob wir nicht in den Raum eh... Was war denn das gerade? Sollte das so?
Wäre nicht so, als ob wir in den Raum nicht schon gewesen wären. Und da hätten wir doch theoretischerweise, ne, gleich mal mitnehmen können. So, hi Pippi. Ach, gucke mal, na guck. Ach so, ich muss gedrückt halten, ne? Ja, oder? Ja. Es wird übrigens... Ich glaube, das wäre Case... Also ist Case Boy, aber wenn, dann schaut alle anderen Folgen von Project Zero, aber von allen Teilen, dann wird das ein schnelles sein. Vielleicht öffnet ihr die Tür, ja, das ist klar. Es wird uns auch wieder angezeigt, das ist sehr schön. Zu früh, ne? Na! Weil zu früh, scheiße. Ernsthaft, Puppe? Ernsthaft? Du hast sie umgedreht, ernsthaft? Okay. Nee, das bei solchen Aktionen, wenn wir da langsam reingreifen, dann auch ganz gerne mal was passiert, was wir vielleicht nicht unbedingt haben wollen. Oder eigentlich schon, ne, so ein kleiner Erschreckerli ist immer schön. Aber das wird auf jeden Fall kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist halt blöd, man kann halt das Rad nicht neu erfinden, ne? Obwohl es hier vielleicht besser ist, weil für mich haben die jetzt schon genug Neuerungen reingepackt. Jo, Tür aufgeschlossen und rein mit dir, mein Fräulein. Somewhere in this room. Take a look around. Da ist noch ein Schränkchen. Kann ich ihn aufmachen? Try searching with the camera obscure. It could be hidden, invisible to the naked eye. Ja, ja. Lass mich erstmal. Hold on. There's something there. Ich. Ja, da drüben ist was toll. Einführung, Phantom enthüllen. Die Kamera Obscura reagiert auf Gegenstände, die die Lebenden normalerweise nicht wahrnehmen können. Das wissen wir. Enthüllen diese Gegenstände, indem du am Ort ihres Verschwindens ein Foto schießt. Finde dazu die richtige Position, den korrekten Winkel. Okay. Ja, gut, das kann ich nur... den korrekten Winkel? Ach du Kacke. Also, ja, scheint jetzt nicht wirklich schwer. Ich dachte, ich müsste mich noch anders irgendwie hinsetzen. War das nicht das? Gott sei Dank, hat man doch gerade eben schon gemacht. This is what we came here for. We shouldn't stay here any longer than we need to. You're right. Let's head back before it gets dark. Okay.